Ich will im Allgemeinen über Privacy Engineering sprechen und, das geht ganz schön tief runter hier, keine Verletzungen. Und das will ich dadurch machen, dass ich Ihnen ganz kurz erzähle über einen Workshop, den wir im November veranstaltet haben, damals noch mit der Idee, die GDPR, die wird voll in Kraft treten in wenigen Monaten und wir sind ja alle noch gar nicht so vorbereitet und in dem Fall war es noch schlimmer, die Amerikaner wussten noch weniger, was sie tun sollten. Also haben wir uns da mit den Partnern, die auf der vorhergehenden Folie da waren, zusammengetan und haben gesagt, welche Engineering-Probleme entstehen eigentlich aus der GDPR? Wie kann man das technisch eigentlich lösen? Weil es gibt da an ganz, ganz vielen Stellen, wo Technik erwähnt wird. Und dann der nächste Punkt, der mir dann von Professor Federer aufgetragen wurde, war, bei der ganzen Geschichte soll ich dann noch ein bisschen besser auf den Artikel 22 eingehen. Und das habe ich dann auch gesagt, ja, das mache ich schon, Artikel 22 ist ja überhaupt kein Problem. Und dann habe ich angefangen, also das Paper ist geschrieben, das ist okay, der Überblick funktioniert, aber habe dann nochmal reingegraben im Artikel 22 und habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen werde ich das zwar hier ein bisschen erzählen, aber ich hoffe, dass Sie mir dann helfen, weil ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht der große Experte dafür, da sitzen bessere im Publikum. Ja. Okay, aber lassen wir uns erstmal über diesen Workshop erzählen. Da sind ganz viele Leute gekommen, die haben richtig Geld ausgegeben selber. Das ist also, wir haben einfach nur eingeladen und haben gesagt, kommt mal vorbei. Und es sind über 100 Leute vorbeigekommen, die sich beworben haben mit Abstracts und allem. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht. Und wir haben das wirklich Workshop ernst genommen und haben dann schon vor dem Workshop 5 Themen aufgesplittet, wo man gesagt hat, hier ist jetzt Technologie irgendwie wichtig. Ja, das ist nicht mehr eine rechtliche Frage. Und die 5 Themen waren dann eben halt, wie kommt man zu Consent? Wie kommt man zu einem State of the Art? Wie kann man De-Identification eigentlich wirklich abbilden technologisch und was heißt eigentlich Transparency? Ja, und das Letzte ist dann das, wo der Artikel 22 ganz besonders wichtig wird. Deswegen werde ich auf die Transparency-Diskussion etwas länger eingehen. Und den anderen Teil, den werde ich versuchen, so langsam aufzubauen bis zur Transparency. Ja. Und dann haben wir uns noch gesagt, ja, was sind denn eigentlich die Konflikte in dieser Welt, ja, das ist eine interdisziplinäre Welt und das ist eine interkulturelle Welt, ja, und dann haben wir uns, haben halt diese 4 Schnittmengenkonflikte, die in jeder dieser anderen Gruppen diskutiert werden sollte, betrachtet, ja, und das fängt dann erstmal an mit, natürlich brauchen wir eine Sprache, um miteinander über diese komplexen Situationen zu reden. Und das Problem mit der Terminologie ist hier, dass die nie zusammenpassen kann, weil in jeder der einzelnen Disziplinen natürlich die Konzepte anders sind und man hat einen anderen Fokus und um sich in der Disziplin selbst angenehm unterhalten zu können, hat man einfach ein anderes Sprachwelt als die andere Disziplin. So dass es jetzt nicht eine einfache Übersetzung zwischen diesen Sprachen gibt. Ja, es gibt Der andere Konflikt ist, es gibt immer wieder natürlich das Argument, ja, wir brauchen alle Daten, wir müssen die alle sammeln, wir wollen die einfach nur haben, um am Ende irgendein Businessmodell zu implementieren und wir wissen noch nicht mal welches. Ja, das ist wir haben es Compulsive Data Hoarding genannt. Ja. Und ähnlicher Sache, da ist auch eine dysfunktionale By Design Economy. Also was meine ich damit? Die Problematik oder das Standardargument für Privacy by Design war ja immer, wenn wir am Anfang überlegen, wie Privacy in unser neues Produkt integriert werden kann, dann ist es am Ende viel, viel billiger, dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Und unser Standpunkt hier ist, das ist nicht richtig. Das stimmt für ein einzelnes Produkt. Aber der durchschnittliche Hersteller oder sagen wir mal vor allem der durchschnittliche Startup, der schmeißt ein Produkt erstmal auf den Markt.
sieht, funktioniert es, hat das Produkt überhaupt einen Markt, das weiß ich noch nicht. Wenn es einen Markt hat, schön, dann habe ich mein Produkt und kann es wahrscheinlich weiterverkaufen als Startup. Und wenn nicht, mache ich das mit dem nächsten Produkt. Wenn ich in so einem Entwicklungsprozess die Designfrage jedes Mal löse, dann habe ich von 10 Produkten vielleicht eins, was fliegt, aber ich habe 10 Mal bei Design gemacht, was jedes Mal Kosten sind, ohne dass ich einen Cent damit verdient habe. Und ich glaube, das ist ein Teil, warum die Privacy by Design Ökonomie nicht, also warum die dysfunktional ist. Ja? Und eine ähnliche Sache, wo beides reinströmt, ist dann immer die Diskussion zwischen Funktionalität, was man einfach testen kann, ob sie da ist und ob sie den Kunden zufriedenstellt, und nicht funktionalen Requirements, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Sicherheits- oder Privacy-Requirements, wo man dann ganz, ganz klar, nicht mehr klar testen kann, ist das noch da oder ist es eher, was man testen muss, die Abwesenheit von irgendwas. Okay, der erste Bereich war, es ist sehr irritierend, dass ich auf die Folie da gucken muss, Entschuldigung. Der erste Bereich war die Identification-Geschichte, über den ich jetzt sprechen möchte. Ja? Das ist wirklich ein sehr interessantes Gebiet und die Diskussion habe ich damals auch selbst geleitet, weil sie uns nämlich, oder beziehungsweise den Hersteller von Funktionen, von Funktionalitäten, ziemlich viel Freiheiten gibt. Also warum will ich überhaupt die Identification machen? Weil nämlich in der GDPR steht, dass ich Daten, die ich so identifiziert habe, eigentlich außerhalb des Gesetzes fallen. Also ich kann dann damit machen, was ich will. Großartig, wenn es funktionieren würde. Ja. Das Problem daran ist wiederum, dass das alles ist, was da steht, mehr oder weniger, wenn ich das ganz knapp zusammenfasse. Es wird nicht gesagt, wie ich die anonymisieren muss. Es wird nicht gesagt, wie viel Energie ich reinstecken muss. Es wird nicht gesagt, in welchem Scope das liegt. Ja. So. Und dann gibt es eine ganz lange Diskussion, wie man das qualitativ oder quantitativ abschätzen kann. Aber es ist nicht klar, wie das zum Gesetz passt. Also ist eine offene Diskussion, wie kann ich jetzt das Requirement erfüllen? Und zum Stück weit müssen wir dann ein bisschen abwarten, was ein Richter dazu sagt. Ja? Also wir machen es dann wahrscheinlich erstmal und dann kommt halt irgendwann ein Richter raus. Und zurzeit ist die Diskussion am Wissen vergiftet, weil sie sich oft in Extrempositionen ausführt. Ja, da gibt es einerseits, und das ist ein bisschen lustig, gab es eine Feststellung von Anne Kevookian, die dann gesagt hat, oh, this is easy. Und das hatte man von ihr nicht erwartet, dass sie das so sagt. Und dann gibt es natürlich andere Positionen von den meisten anderen Privacy Researchern, die sagen, nee, das ist unmöglich, weil man kann immer genug rechnen und dann kann ich Daten zurück identifizieren und dann sind wir eigentlich wieder zurück im regulatorischen Framework, also hat man keinen Gewinn gemacht. Und beides ist schlecht für unsere für die Privacy-Situation, weil wenn ich von Anfang an sage, du musst es gar nicht machen, weil du kannst sowieso nicht gewinnen, dann erzeuge ich natürlich größere Datenpools, die interessanter sind für einen Angriff. Ja. Oder wenn ich sage, es ist einfach, dann mache ich plötzlich Datenpools öffentlich, die ich nicht öffentlich machen sollte. Also beide diese Extrempunkte sind eigentlich immer schlecht für die Privacy. Na gut. Eine andere Diskussion in dem ist dann, wie komme ich zu Consent? Ja. Und es ist klar, die GDPR sagt natürlich specific, informed, freely given and ambitious, unambitious. Das ist natürlich dann alles immer sehr, sehr schwierig gewesen. Deswegen will ich jetzt auch nicht darauf eingehen. Ich lasse die einfach weg, die Folie, weil ich die Zeit nicht nutzen möchte. Weil wir die Diskussion auch schon relativ oft geführt haben. Wollen wir zurückgehen zu den Development Challenges. Ja? Das war jetzt so ein Punkt, der geht jetzt ganz besonders in die Richtung dieser kaputten Ökonomie. Weil die wird eigentlich noch ein bisschen komplexer. In zwei Richtungen. Einmal, wie kriege ich
schon bestehende Systeme in ein Privacy by Design Konzept rein? Also wie kann ich das in einem Entwicklungsprozess integrieren? Weil die werden wir nicht wegschmeißen. Ja? Also wir werden, also wie verschlüssel ich E-Mail? Das funktioniert einfach nicht. Wir schmeißen das System nicht weg. Es wird weiterhin benutzt werden. Und auch ähnliche Sache zum Non-Functional and Functional Requirements. In gewisser Weise sehr ähnlich zur alten Security-Debatte, aber mit einem ganz konkreten Unterschied. In der Security-Debatte waren die eigentlichen Hersteller oder zumindest die, die direkt Produkte gekauft haben, noch immer diejenigen, die die Assets beschützen mussten. In der Privacy-Debatte ist es ganz oft so, dass die Firma, die die Software einkauft, die Firma, die die Software macht, eigentlich Assets von relativ schwachen Kunden schützen muss. Also hier haben wir beim Challenge im Development haben wir, dass derjenige, der die Asset hat, oft bei der Entwicklung nicht mit am Tisch sitzt. Und das ist relativ anders zu früheren Verhältnissen. Ja? Und dazu kommt dann noch das, was ich vorher schon erklärt hatte, für den Produktentwicklungsservice, für die Ökonomie, dass natürlich wir müssen einen agilen Prozess betrachten hier. Ne? So, dass wir dann nicht nur in mehreren Produkten denken, also wir probieren jetzt einfach mal ein Produkt aus am Markt, sondern wir entwickeln auch ständig das Produkt weiter. Ja? Also das Facebook von vor Markteinführung sah ganz anders aus als Facebook jetzt und ja, man hat gar nicht mehr die Chance zu entscheiden, nee, so will ich das nicht mehr. Das wird einfach so im Nachgang, als schon nach Market-Einführung, so auf den Markt geschmissen. Das ist also extrem agil. Okay, aber kommen wir zum einen der Hauptpunkte hier und da möchte ich jetzt auch sehen, dass wir die Sache wesentlich interaktiver machen, als wir sie jetzt haben, weil mir sonst die Zeit davonläuft für die Fragen. Die Frage war halt am Anfang der Artikel 22, das heißt also, da geht es ja grundsätzlich darum, dass Profiling, ungewünschtes Profiling nicht möglich sein sollte. Ja, es ist so ganz grob zusammengefasst. Und das im gesamten Abschnitt geht es darum, dass, im gesamten Abschnitt geht es halt darum, dass automatische Entscheidungen, zumindest nur freiwillig möglich sein sollten. Also, dass man da nicht, und dann fragt sich so, und dann geht es so durch die gesamte GDPR, und das ist die erste Folie, die ich habe. Es ist erstmal eine lange Debatte, ob diese zwei Artikel dann irgendwie ein Recht auf Erklärung beinhalten. Ja? Man kann ja sagen, oh, nee, ich muss es ja nicht erklären, du musst ja nicht mitmachen. Du kannst einfach sagen, nee, ich mache nicht mit. Aber in den meisten Fällen will ich das ja auch nicht. Also ist es doch eigentlich interessanter zu gucken, Recht auf Erklärung. Ja? Vielleicht kommt aus der 21 und 22 noch kein Recht der Erklärung raus. Aber natürlich gilt der gesamte Gesetzestext. Und wenn man dann den entsprechenden Juristen sagt, alle die Artikel da, und das sind irgendwie gefühlt fast alle, sprechen über Transparenz. Ja? Somit ist irgendwie die Debatte relativ groß diskutiert worden von Informatikern und sagt, das steht ja eh nicht drin, brauchen wir also nicht machen. Und man sagt, nee, doch müssen wir schon machen. Ganz prima. Wir müssen transparent sein, weil das reine Opt-out einfach nicht funktioniert. Ja? Und dann, damit können wir das einfach annehmen. Wir müssen das jetzt technisch lösen. Ja, juristisch ist das ja schwierig. So, und dann möchte ich hier gleich mal mit so einem einfachen Beispiel anfangen. Ja? Wie man keine Erklärung machen kann. Es ist relativ einfach hier. Ich habe irgendwann mal ein bisschen ein Problem mit der belgischen Bahn, weil die mal auf meiner Strecke überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Die kostet mich sehr, sehr viel Zeit. Dann habe ich mal gefragt, wie sieht es denn aus? Wann ändert sich das Problem denn mal? Und dann gab es eine Erklärung, die ganz, ganz viele bahntechnische Details enthält. Ja, also da geht es dann los mit, die
die Fahrzeuge der Reihe MR96, davon haben wir 115 und so geht das weiter. Also, das ist die Open-Source-Lösung. Ja? Sie haben mir jetzt einfach alles erzählt, was Sie haben und warum Sie die, also nicht warum, sondern welche Entscheidungen getroffen wurden. Und ganz unten kommt dann aber nicht, keine Antwort, die Fahrzeuge werden bis dann und dann ersetzt durch irgendwas anderes. Ja, das kommt nicht. Ja. Und natürlich, das ist so eine Seite, es hilft mir erstens nicht. Sie haben mir auch hier jetzt nur die Datenlage gegeben, anders als vielleicht in anderen Fällen. Nehmen wir nochmal an, da oben das Bild, das sollte ein bisschen darstellen, dass wir den Algorithmus offenlegen. Ja. Aber das hilft mir genauso wenig. Ja, weil ich verstehe, ich bin kein Uhrmacher, ich verstehe dieses Uhrbild nur sehr, sehr rudimentär. Ja, es muss eine Uhr sein, wird vermutlich die Zeit anzeigen. Aber warum dieses Räderwerk da das macht, das kann ich nicht erklären und ich kann es auch nicht reparieren, wenn es kaputt ist. Also das ist ein schönes Zeichen, dass ich davon nichts verstehe. Ja, so, dann sagt man so, okay, die zwei Dinge zusammen, die müssten ja dann eigentlich helfen. Ich habe einen Algorithmus, wie die Belgische Bahn entschieden hat, dass man jetzt plötzlich den Service nicht mehr anbietet, eigentlich de facto. Und ich habe auch die Datenlage dazu. Jetzt müsste ich doch eigentlich alles wissen, richtig? Nee, natürlich, also natürlich nicht. Ich weiß natürlich nichts. Und das Schlimme ist auch noch, dass das mit der gesamten Datenlage auch zu einem Sicherheitsrisiko wird. Also gerade wenn ich jetzt über personenbezogene Daten spreche und ich sage, ich brauche Algorithmus und Datensatz, um überhaupt eine Chance zu haben, das zu entscheiden, dann muss ich ja eigentlich die gesamten Lerndaten offenlegen. Ja? Und inwiefern das auch sehr, sehr wichtig ist, dass es die gesamten Daten sind, da möchte ich auch noch ein kleines Beispiel bringen. Es sei denn, es gibt noch irgendjemand, der zu der Situation des Open-Source-Problems, ist irgendjemand überzeugt, dass Open-Source die Lösung ist? Na, wahrscheinlich nicht mehr. Zum Thema Datenlage würde ich gerne das schöne Beispiel bringen. Das steht unten, das ist auch nur aus einer Publikation geklaut. Da ging es darum, dass man jetzt Pattern Recognition Algorithmen, das ist ja eine der Sachen, wie man automatisch Profiling einführen kann, ja, dass man die dazu bringen kann, Dinge zu erkennen, die da eigentlich nicht sind. Ja. Und zwar dadurch, dass man manipulierte Daten in das Training Set einbringt. Und natürlich, die Algorithmen passen sich ständig an, also das ist ein realistischer Ansatz. Hier noch relativ unglaubwürdig. Weil das sehe ich, dass das irgendwie komische Daten sind. Das kriegt man auch als Mensch, filtert man das vielleicht noch raus. Nee, das jetzt hier weg. Ja? Aber man kann halt zeigen, dass man solche Pattern auch irgendwie in die Natur so einbauen kann, dass das für einen Menschen extrem schwierig wird zu erkennen, okay, hier versucht jetzt jemand den Algorithmus zu manipulieren. Ja? Vielleicht erzähle ich aber einfach noch ganz zum Schluss den letzten Standpunkt zum Thema, zum Gesamtvortrag, zur GDPR, nämlich was ist der State of the Art, was ist die Technology. Ja? Und da geht es halt auch zu einem ganz großen Teil darum, dass ganz, ganz viele Tools in der Welt draußen sind, also wir und auch von der Wissenschaft entwickelt werden und letztlich irgendwo auf dem Markt sind. Und trotzdem nicht benutzt werden. Und einerseits sind natürlich die Gründe, warum sie nicht benutzt werden, am Anfang auch schon genannt worden. Ja, zum Teil, nee, ich will das gar nicht benutzen, weil ich will die Daten eigentlich anders nutzen. Ist zwar nicht rechtlich okay, aber ich kann mich ja schützen, also ich kann ja die Schutzbehauptung sagen, nee, ich brauche die Daten für die Funktionalität, weil es gibt keine bessere Technologie. Ja? Und dann braucht eine Regulierungsbehörde einfach eine gute und schnelle Antwort. Die sie zurzeit nicht so einfach hat. Ja, kann nicht einfach sagen, nee, du kannst das lokal entscheiden. Navigationsdienste können im Prinzip lokal funktionieren, ja, aber Google sammelt trotzdem alle Daten. Und da war es dann eben halt eine sehr lange Diskussion, wie man so einen State-of-the-Art-Repository erzeugen kann, wie man die auch in beide Richtungen bewertet. Weil es sind natürlich zwei Sachen. Es ist immer auch die Verhältnismäßigkeit in dieser Diskussion drin. Und die Verhältnismäßigkeit meint also, wie viel Energie muss ich reinstecken, um die Sache zu implementieren. Und
Und dafür, wenn ich jetzt ein Repository einfach nur habe, ja, diese Lösungen existieren. Es gibt ganz, ganz viele Repositories für Privacy Enhancing Technologies, die sagen, damit können Sie Ihren Kunden schützen. Aber die sind nicht sehr gut darin zu sagen, und das sind die Kosten dabei. So, die Hoffnung war dann also, in der Zukunft ein Repository zu erzeugen, was diesen Schutz erzeugt. Und das ist eigentlich so eine Arbeit, die ENISA gerade eben versucht zu tun und dabei aber nicht so richtig erfolgreich ist, weil man die Hoffnung hat, dass der Input von außen kommt. Und vielleicht, also da können Sie mich definitiv drauf anschreiben und ich leite Sie weiter. Die Sache ist, es sagen immer alle, ja, wir brauchen so ein Repository. Und wenn man dann sagt, ja, wir müssen das zusammen erzeugen, dann wird auch immer noch ja gesagt, weil es geht einfach nicht alleine. Aber an dem Moment, wo man dann an die Leute rantritt und sagt, ja, mach mal eine Contribution hier, nimm dir 10 Minuten Zeit und guckst dir an, dann passiert meistens nicht viel. Ja? Und das ist halt ganz, ganz schwierig, auf sowas wie Freiwilligkeit zu kommen. Ja? Okay, das hatte ich jetzt schon erzählt. Gut, für die Roadmap also jetzt zur Conclusion und dann habe ich nämlich wirklich meine Zeit auf. Wie vorher gesagt, wir haben in der Terminologie, müssen wir über Inconsistencies reden, wir müssen über die intrinsischen Unterschiede der verschiedenen beteiligten Gruppen reden, wir müssen über einen neuen Ansatz für Standardisierung sprechen, weil wir eben in der Standardisierung auch sehr, sehr seltene Events nachdenken müssen. Was passiert also, wenn plötzlich ein Standard kaputt ist? Wir müssen noch mehr eine öffentliche Debatte haben über dieses Data Hoarding, so wie ich es genannt habe. Ja? Also klar, Datensparsamkeit steht in der GDPR, aber faktisch passiert es viel seltener, als man glaubt. Es wird viel zu wenig über das Cost of Knowledge gesprochen, also wie viel kostet es mich, dass ich irgendwas weiß, in dem Sinne einerseits als Firma, weil ich es schützen muss, aber andererseits auch als Individuum, weil ich es vielleicht gar nicht wissen will, gerade im medizinischen Bereich, ganz interessant, will ich wissen, dass ich in 20 Jahren vielleicht dement werde, also ich will es nicht wissen. Ja. Und dann würde ich auch sagen, bei diesem Data Hoarding Problem gehört auch ein großer Punkt rein. Ich glaube, dass man da Innovationen erzeugen kann. Wenn man nämlich sagt, nee, du kriegst nur so wenig Daten, muss das Problem aber trotzdem lösen, dann muss man technisch eine Lösung finden. Also finde ich, dass man da einfach durch noch stärker die Regulation durchzusetzen, auch tatsächlich zu einer Innovation kommen kann. Ich glaube, da rede ich aber hier da spreche ich zu den Falschen, weil das ist fast jeder von überzeugt. So, dann die anderen Sachen in den Economics, da ist es auch ein Quantifizierungsproblem. Ja, wie kann ich Privacy Risk quantifizieren? Wie mache ich einen Shift, dass ich also die Assets wieder zurück zum Provider kriege? Dass der wieder verantwortlich ist für das Risiko und auch einen Schaden hat, wenn was passiert. Zurzeit, also wenn viele dieser kleineren Anbieter irgendwie personenbezogene Daten verliert, ist der Schaden beim Kunden, nicht beim Provider. Der Provider verschwindet einfach und gibt es einen neuen. Das ist beim Startup kein Problem. Ja. Und natürlich gibt es immer noch das Übersetzungsproblem von der rechtlichen Terminologie zur technischen Terminologie und zu funktionalen Requirements, dass dann am Ende ein Ingenieur die Sache auch wirklich implementieren kann. Soweit also das. Wie gesagt, da gibt es ein ganz großes Danke an dem, deswegen ist der Vortrag auch so komplex. Ganz, ganz viele Kontributoren zu dieser Diskussionsrunde und zu dem Paper, was am Ende dann veröffentlicht worden ist. Des Weiteren noch ganz vielen Dank an die KU Löwen und IPEN, die nämlich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten. Und dann danke ich natürlich auch noch hier den Veranstalter für den ganz großen Stress und hoffe, dass es jetzt doch noch ein paar Fragen gibt.